Hallo und willkommen bei German Blank in Ärgern Reviews. Heute mit dem versprochenen 500 Schuss Belastungstest der GSG MP40. Ich habe 150 Schuss Gecko Munition, 150 Schuss Titan und 200 Schuss Walter. Und beginnen werden wir mit der Walter. Ihr seht, ich habe schon ein paar geladen und zwar 27. Es passen in das Magazin nämlich mit so ein ganz bisschen mehr Druck, passen also sehr gut 27 Kartuschen rein. Ich werde mal gucken, wie sie sich jetzt damit verhält. Wenn es da jetzt irgendwie Probleme geben sollte, werde ich bei den nächsten wieder nur 25 laden. Schauen wir mal, wie sie sich schlägt. Eins muss ich vorweg noch sagen, ich habe kein Ersatzmagazin, es gab jetzt noch kein Ersatzmagazin für das Teil. Das heißt, ich muss nach jedem leergeschossenen Magazin kurz ausmachen, das Teil neu laden und dann mache ich wieder an. Das würde sonst zu lange dauern, wenn er jedes Mal bei 25 Schuss in das Magazin laden auch noch zu gucken müsste. Deswegen mache ich nach einem Magazin immer aus und schnalle die Teile dann zusammen. Nur, dass ihr das vorher schon mal wisst. Los geht's. Erstes Magazin mit Weiter. Dann haben wir auch gleich das erste Problem schon beim ersten Magazin. Haben sich jetzt zwei Kartuschen verkantet. Eine hängt noch fest. Drei Schuss waren noch über, das heißt 24 Schuss haben problemlos funktioniert. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich es jetzt überladen hatte mit 27. Ich werde jetzt die nächsten Magazine nur noch, wie vorgesehen, mit 25 Schuss beladen. Zweites Magazin. Wieder ein Clever. Ich glaube, es war der 20. Schuss jetzt. Noch einer. Schon wieder einer. Drittes Magazin. Noch einer. Schon wieder ein. Vierte Magazin. Ständig Auswurfstörung. Fünfte Magazin.
Aha. Alter, nee. Sechste Magazin. Siebte Magazin. Achte Magazin. Schade, fast ohne Störung. Tja. Neunte Magazin. Zehnte Magazin. Erste Magazin ohne Störung. Elfte Magazin. Zwölftes Magazin. Und Störung. Dreizehntes Magazin. Vierzehntes Magazin. Fünfzehntes Magazin jetzt mit Gecko. Sechzehntes Magazin. Keine Störung. Siebzehntes Magazin. Ohne Störung. 18. Magazin.
Tja, jetzt wird es gar nicht mehr. Werden nicht mehr ausgeworfen. Tja, irgendwas scheint kaputt zu sein jetzt. Ich glaube, die werden nicht mehr abgeschlagen. Ich muss jetzt erstmal eine Pause machen und gucken, was da los ist. So, ich werde sie jetzt mal schnell zerlegen und mal gucken, ob ich sehe, was das Problem ist, warum die Kartuschen nicht mehr abgeschlagen werden. So, da gibt es hier den Verschlussblock. Also zum einen scheint hier die Feder kaputt gegangen zu sein von der Ausziehkralle. Die schlackert hier nur noch rum, die Kralle. Schlagbolzen. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Schauen, ob der noch rauskommt. Also es könnte sein, dass ja einfach hier die Führung hier vom Schlagbolzen zu sehr verdreckt ist. Ich werde da jetzt mal mit WD-40 eben rangehen, dass er wieder ein bisschen gängiger wird hier. Vielleicht liegt es daran, ansonsten ja doch, das funktioniert eigentlich. Er kommt raus. Das Abzugsgestänge. Man sieht davon leider nichts. Das scheint aber soweit zu gehen. Der Hammer schlägt auch ab. Funktioniert also alles soweit. Tja, übrigens, wo ich euch das hier gerade zeige, das Abzugsgestänge, hier sieht man einen Teil, hier neben, ist Stahl. Der Hammer ist ebenfalls Stahl. Ja. Komplett. Ja. Und alles, was mit Abzugsgestänge hier zu tun hat, ist Stahl. Das nochmal, das habe ich im Review vergessen gehabt. Seht ihr hier nochmal. Also wie gesagt, ich reinige jetzt mal hier den Verschlussblock und gucke, ob ich hier mal ein bisschen WD-40 reinkriege nochmal. Ob es am Schlagbolzen liegt. Ansonsten weiß ich auch nicht. So, ich habe jetzt das Abzugsgestänge mal gecheckt. Da ist alles in Ordnung. Ich habe den Verschlussblock entnommen, habe ihn gereinigt. Jetzt schauen wir mal, ob es wieder funktioniert.
wieder nur ein Schuss und das war's. Tja Leute, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Ich vermute, dass da irgendwas mit dem Schlagpuls nicht stimmt, dass er immer beim ersten Mal noch abschlägt und dann nicht mehr. Mehr machen, als ich jetzt gemacht habe, kann ich nicht. Ich werde sie jetzt gleich nochmal reinigen und euch dann nochmal zerlegt zeigen, ob wir sonst noch irgendwie Abnutzungsspuren entdecken. Aber hier ist der Test leider vorbei. Ja, waren gut 400 Schuss. Mehr sind es leider nicht geworden. So, ich habe sie jetzt erstmal auseinandergenommen. Die ist jetzt noch ungereinigt. Ich wollte euch jetzt als erstes mal das Problem zeigen, was hier diese ganzen Auswurfstörungen verursacht hat. Das war die Ausziehkralle, die jetzt hier, das sieht man, die ist komplett locker. Die schlackert hier nur noch rum. Das ist der Grund für die ganzen Auswurfstörungen. Und zwar hat sich da die Feder verabschiedet. Ich weiß nicht, ob man das da sieht. Da sieht man sie so ein bisschen. Die ist wohl entweder gebrochen oder irgendwas. Ich habe die jetzt noch nicht rausgeholt hier. Ist hier so ein Stift, da könnt ihr das rausschlagen. Die ist auf jeden Fall da raus, wo sie hingehört. Das war also der Grund für die Auswurfstörung. Und die andere Sache ist ja, dass jetzt die Kartuschen gar nicht mehr abgeschlagen wurden. So bis zum 400. Schuss ungefähr lief alles einigermaßen rund. Zumindest wurden sie noch abgeschlagen. Und dann die danach folgenden Schüsse, die ich gemacht habe, waren nur noch immer nur noch der erste, beziehungsweise dann irgendwann überhaupt keiner mehr. Und das liegt hier am Schlagbolzen. Man kann den, Moment, normalerweise muss der hier noch 2 mm weiter, ungefähr so dick wie hier der Imbusschlüssel ist, rausgucken hinten. Hier schlägt der Hammer gegen, ne? So. So weit muss er noch rausgucken eigentlich, das tut er nicht mehr. Der ist komplett verkantet. Man kann ihn noch mit manueller Gewalt, also wirklich mit sehr großer Kraftanstrengung rausdrücken. So sollte das dann eigentlich aussehen. Wenn dann der Hammer ihn abschlägt, bleibt er stecken. Da kommt nichts mehr. Ich hab das jetzt auch hier noch nicht auseinandergebohrt, weil erstmal ist ja jetzt der Fakt, dass es nicht funktioniert hat, ist ja erstmal wichtig. Nicht jeder kann so ein Ding zu Hause einfach mal auseinanderbauen oder entdeckt das Problem gleich. Das ist ja erstmal Fakt. Geschafft hat es nicht. Hier drinnen ist irgendwas, wahrscheinlich die Feder gebrochen, verkantet, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum hier nichts mehr abschlägt. Geht nicht mehr zurück. Wirklich nur mit richtig Kraft. Man muss wirklich Kraft aufwenden, dann kommt er nochmal raus. Und dann, man hört da auch so ein relativ lautes Klickgeräusch. Jetzt sitzt er wieder fest, ne? Also das ist der Grund, warum es nicht mehr ging. Schlagbolzendefekt und die Feder von der Auswurfkralle ebenfalls. Ich werde sie jetzt mal komplett reinigen und dann gucken wir uns das nochmal an. So, ich habe sie jetzt mal gereinigt und jetzt schauen wir uns nochmal die einzelnen Teile an. Das Magazin funktioniert noch einwandfrei. Da gab es auch eigentlich keine Probleme. Der Anschlagblock von der Feder ist auch Vollstahl. Da ist logischerweise auch nichts. Die Feder sieht noch ganz gut aus. Hier haben wir den Hammer und das Abzugsgestänge. Das ist ja wie gesagt komplett aus Stahl. Da ist auch absolut gar nichts passiert, funktioniert alles noch tadellos. So, dann haben wir hier
Patronenlager. Da ist soweit auch noch alles in Ordnung. Man sieht da so ein paar kleine... Moment, ich gehe mal näher ran. Damit man das sieht. Man sieht da so ein paar kleine... Ja, so ein paar Riefen. Die sind von den verkanteten Kartuschen. Da gab es ja einige von. Aber ansonsten ist da auch alles Taco. Man hört. Ach, jetzt hört man es wieder nicht. Hier irgendwie im vorderen Bereich vom Lauf. Ah, da ist es wieder. Erstmal ist jetzt hier die Visierung etwas locker. Und innen drin hat sich irgendwas gelöst. Man hört da so ein Klackern. Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Ich habe nur schon gehört, dass das bei einigen anderen auch vorkommt. Irgendwas hat sich da gelöst. Oder irgendwas, irgendein Verarbeitungsrest oder irgendwas, keine Ahnung. Gut, ansonsten ist das aber in Ordnung. Dann haben wir jetzt den Verschlussblock. Der ist ja auch komplett aus Stahl. Da hat sich eigentlich nichts getan. Also wie gesagt, die einzigen Macken, die jetzt entstanden sind, was natürlich schon ein bisschen gravierender ist, weil man halt nicht mehr wirklich mit schießen kann, ist halt die Feder, die sich hier verabschiedet hat. Dadurch die ganzen Auswurfstörungen und halt der verkantete, kaputte Schlagbolzen. Dadurch konnte man ja dann überhaupt nicht mehr abschlagen. Ne? Die beiden Macken sind entstanden. Ich denke mal, das ist jetzt für GSG ein leichtes da nachzubessern, falls das jetzt bei den anderen auch auftritt, indem sie da einfach bessere Federn benutzen oder hier den Schlagbolzen tauschen. Ich weiß nicht, was da kaputt ist. Wie gesagt, das ist nicht meine Waffe, nicht meine persönliche, und um da nicht irgendwelche Garantieansprüche kaputt zu machen, habe ich das jetzt nicht ausgebaut. Für mich hat jetzt einfach der Fakt gereicht, dass der Schlagbolzen verkantet und nicht mehr funktioniert. Und das hat definitiv nichts mit Verdreckung oder irgendwas zu tun. Den habe ich zwischendurch gut durchgespült, sozusagen. Und da ist definitiv innen drin was gebrochen, verkantet oder so. Na gut. Ansonsten sieht das Teil immer noch Taco aus. Keine besonderen Abnutzungsspuren zu erkennen. Gut, dann setzen wir es mal wieder zusammen. Als erstes den Verschlussblock. Achso, das habe ich eben vergessen zu zeigen. Hier der hintere Teil vom Verschlussblock, das ist noch wichtig. Also das hatte ich eben vergessen zu zeigen. Der hintere Teil ist hier aus Zink, dann ist hier noch dieser Puffer, der ist auch ein bisschen dreckig noch, aber der ist auch heile geblieben, hat es gut überstanden. Aber der hintere Teil, wo die Feder drauf sitzt, da hat sich die Feder ordentlich reingearbeitet. Da ist also... Wie will ich nicht scharf stellen? Da hat die Feder relativ einseitig das hier abgerieben, den Zink. Das ist die einzige optische Abnutzungserscheinung, aber doch relativ ordentlich und nur einseitig. Das wollte ich noch eben zeigen. Jetzt setzen wir sie mal wieder zusammen. Das ist den Verschlussblock rein. Hebel wieder eindrehen. Ups, da ist er hin. So, zack. Dann kommt die Feder rein.
So, das Ganze wieder umdrehen. Gut zusammenhalten. Diese Schraube wieder reingedreht. So. Das war's. Da haben wir sie wieder. Also ich muss sagen, am Anfang, wo sie noch funktioniert hat, hat es Spaß gemacht, damit zu schießen. Und ich denke mal, dieses Problem kann relativ leicht behoben werden mit dem Schlagbolzen und der Ausziehkralle, aber es ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht habt. Und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei German Blanken Airgun Reviews. Bis dahin.